Droht tatsächlich wieder eine Vermögensabgabe für Immobilienbesitzer wie in 1952 und ist deine Immobilie auch in Gefahr? Denn die Änderung im Dezember 2019 des Lastenausgleichsgesetzes aus 1952 hat hohe Wellen geschlagen und Immobilienbesitzern den Angstschweiß auf die Stirn getrieben. Was die Neufassung vom 01.01.2024 genau bedeutet, wo ein Lastenausgleich wirklich stattfindet und wie du davon betroffen bist, sehen wir uns in diesem Video an. Zunächst einmal kurz zur Begrifflichkeit. Der Lastenausgleich ist ein Mechanismus, um Belastungen, Kosten oder Verluste auszugleichen, der von den Bürgern finanziert wird. Im Grunde genommen ist es eine Art Enteignung, bei der die Bürger eine bestimmte Summe zahlen müssen. Im Jahr 1952 wurde der Lastenausgleich eingeführt, um den Opfern der Kriegsfolgen zu helfen. Insbesondere Hausbesitzer wurden stark zur Kasse gebeten. Zwar erhielten sie einen gewissen Freibetrag, aber alles über den Freibetrag hinausgehende Vermögen wurde mit einer Sondersteuer von ganzen 50% belegt. In der Folge konnten dann viele Hausbesitzer ihre Schulden wegen der hohen Steuerlast nicht tilgen. Und wer die Tilgungsraten nicht zahlen konnte, verlor halt nun mal sein Eigentum. Für Eigentümer eine harte Belastung, die ganz klar einer Enteignung gleichkam. Hellhörig wurden viele, als im Dezember 2019 das Lastenausgleichsgesetz geändert wurde. Mit der Gesetzesänderung wurde ein neues Sozialgesetzbuch geschaffen. Es wurde das Wort Kriegsopferfürsorge durch das Wort soziale Entschädigung ersetzt. Eine gewisse Fehlinterpretation führte dazu, dass im Netz die Rede davon war, dass über den Lastenausgleich Impfschäden aus den Corona-Schutzimpfungen beglichen werden könnten. Dies ist allerdings mittlerweile klar widerlegt und als Fake News von unserem Bundesfinanzminister bezeichnet worden. Allerdings erfolgt eine Umverteilung heimlich, still und leise auf einer ganz anderen Ebene. Da haben wir auf der einen Seite die massiv gestiegenen Ausgleichsabgaben für CO2-Emissionen. Beispielsweise werden zum 01.12.2023 für die Lkw-Maut CO2-Emissionsklassen als neues Tarifmerkmal eingeführt. Pro Tonne CO2-Ausstoß wird ein Abschlag in Höhe von 200 Euro fällig. Ab dem 1. Januar entfällt dann die bisherige Mautbefreiung erdgasbetriebener LKWs und zum 01.07. müssen auch LKWs ab 3,5 Tonnen Maut entrichten. Jetzt fragst du dich, was die Lkw-Maut mit dir zu tun hat. Vermutlich hast du nun mal keine Spedition. Ganz einfach, die Marge der Speditionen ist ohnehin schon super gering, sodass sie natürlich versuchen werden, die Mehrabgaben 1:1 auf den Preis der transportierten Waren umzuwälzen. Weil 80% aller Waren in Deutschland mit dem Lkw transportiert werden, hätte das natürlich gravierende Folgen. Die aufgrund der hohen Inflation ohnehin schon stark gestiegenen Preise würden also nochmals steigen. Dirk Engelhardt, der Vorstandssprecher des Branchenverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, kurz BGL, hast du vielleicht schon mal gehört, rechnet für einen 4-Personen-Haushalt mit Mehrkosten von 350 bis 400 Euro im Jahr. Wie werthaltig diese Schätzung wirklich ist, das muss ich dann erst noch zeigen, kann im Moment noch keiner sagen, aber wir werden sehen. Auch die CO2-Abgabe für Benzin und Diesel wird deutlich steigen. Diese Abgabe gibt es seit 2021. Damals wurde für eine Tonne CO2 eine Abgabe von 25 Euro erhoben. In 2022 betrug die Abgabe dann bereits 30 Euro pro Tonne. Aufgrund der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg wurden die Abgaben dann in 2023 stabil gehalten. Aber in 2024 wird sie dann schon auf 40 Euro pro Tonne steigen. Ab 2025 wird der Staat dann bereits 50 Euro pro Tonne kassieren. Als Folge dieser CO2-Abgabe stieg im ersten Jahr der CO2-Steuer der Preis für Benzin um etwa 7% pro Liter, der für Diesel um etwa 8 Cent. 2022 stieg der Aufschlag dann durch die CO2-Abgabe bei Benzin auf ca. 8,4 Cent, bei Diesel auf ca. 9,5 Cent pro Liter. Das heißt, der Anstieg der Spritpreise der jüngeren Vergangenheit ist auch ganz klar durch die CO2-Abgabe verursacht. Weil sie aber in der Zapfsäule nicht ausgewiesen sind, fällt es nicht besonders auf und man schiebt alles auf die bösen Mineralölkonzerne, die sich hier einfach nur die Taschen voll machen. Das Berliner Klimaforschungsinstitut MCC hat berechnet, wo der Preis für die CO2-Abgabe 2040 stehen könnte. Demnach würde der Preis für eine Tonne CO2 dann bei 400 Euro liegen, also dem 16-fachen vom Einstiegsjahr 2021. Das entspräche auf heutige Preise angewandt im Schnitt jährliche Mehrkosten fürs Autofahren in Höhe von sage und schreibe 12.600 Euro. Also jeden Monat
über 1.000 Euro Mehrbelastung. Bei den Wohnkosten werden es Mieter spüren, wenn die Vermieter die Investitionen für die Sanierungsmaßnahmen nach dem Gebäudeenergiegesetz auf die Miete umlegen. Pro Quadratmeter Wohnfläche dürfen hier bis zu 50 Cent umgelegt werden. Aus meiner Sicht der größte Lastenausgleich, wenn man so will, findet im Moment aber über die Inflation statt. Die offiziell ausgewiesene Inflation beträgt aktuell etwa 6%. Die Preissteigerung für beispielsweise Strom beträgt im Vergleich zum Vorjahr allerdings satte 17,6% und die Preissteigerung für Lebensmittel etwa 11%. Wie hoch deine persönliche Inflation ist, hängt also stark von deinem persönlichen Warenkorb ab. Die höheren Preise und die in Gang gesetzte Lohnpreisspirale führt zu deutlich höheren Einnahmen des Staates über gestiegene Steuerannahmen. Allein die Einnahmen aus der Umsatzsteuer sind im letzten Jahr um ca. 13% oder etwa 3 Milliarden Euro gestiegen. Und das, obwohl sich Deutschland in einer Rezession befindet. Übrigens als einziges Land der G7-Staaten, alle anderen verzeichnen aktuell ein Wirtschaftswachstum. Nutznießer der Inflation ist also der Staat. Durch das gestiegene Steueraufkommen hat er höhere Steuereinnahmen. Auf der anderen Seite werden die hohen Schulden von aktuell etwa 1,7 Billionen Euro durch die Inflation aber entwertet. Dagegen zahlt der Bürger die Abgaben und sieht seine Ersparnisse durch die Inflation schmelzen wie das Eis in der Sonne. Nun stellt sich die Frage, wie diese Umverteilung vom Bürger denn bezahlt wird. Ganz einfach, sie greifen auf ihre Ersparnisse zurück. Laut einer Studie des ZEW, des Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, greifen mittlerweile fast 40% der Haushalte auf vorhandenes angespartes Vermögen zu, um Alltagsausgaben decken zu können. Das sind fast doppelt so viele Menschen wie in den Jahren zuvor. Zum Verhängnis wird uns Deutschen hier unsere Sparerkultur. Über 70% des Ersparten liegt auf Bankguthaben oder in Versicherungen. Von den Banken erhält man aktuell irgendwas um die 2-3%, eventuell auch mal ein bisschen mehr. Die Sparer freuen sich aktuell, dass es endlich wieder Zinsen gibt und vernichten gleichzeitig bares Geld. Bei einer Inflationsrate von 6% und einem Einlagenzins von 3% werden nun mal jedes Jahr 3% vernichtet. Bei einer Einlagensumme von 100.000 Euro, also 3.000 Euro im Jahr oder jeden einzelnen Monat 250 Euro. Überleg du dir bitte mal, was du mit 250 Euro mehr jeden Monat machen könntest. Die größten Fehler von Privatanlegern bespreche ich übrigens in meinem kostenlosen Online-Workshop. In diesem Workshop lernst du außerdem wissenschaftlich belegte Strategien kennen, wie du dein Geld sicher und planbar investieren kannst. Komm einfach unbedingt mal dazu und investiere 90 Minuten deiner Zeit in finanzielle Bildung. Den Anmeldelink findest du unter dem Video. Beim Tanken oder beim Einkaufen wird dann aber ganz genau geschaut, wo man ein paar Cent sparen kann, welche Tankstelle gerade günstig ist und man freut sich, wenn man irgendwie für 3 Cent günstiger tankt. Bei einem Tankinhalt von 60 Litern macht es aber gerade mal eine Ersparnis von 1,80 Euro, auf die man dann stolz wie Bolle ist. Auf seinem Sparbuch verbrennt man dagegen jeden Monat Hunderte von Euros. Immobilieneigentümer trifft es aber auch. Die trifft es über einen deutlichen Rückgang der Immobilienpreise in den letzten Monaten. Vor allen Dingen die gestiegenen Zinsen und die drohenden Maßnahmen aus dem Gebäudeenergiegesetz haben für Preisrückgänge von bis zu 30% geführt. Wer gerade versucht, seine Immobilie zu verkaufen, bekommt das hautnah mit. Viele wollen das nach wie vor nicht wahrhaben, allerdings ist das die aktuelle Realität am Immobilienmarkt. Wer seine Immobilie energetisch sanieren muss, darf dann auch noch tief in die Taschen greifen, um die geforderten Maßnahmen umzusetzen. Am besten können sich diesem ganzen Dilemma aktuell Anleger entziehen, die in ein international breit gestreutes Aktienportfolio investiert haben. Sie partizipieren über steigende Kurse und Ausschüttungen und können so die Inflation recht gut ausgleichen. Man muss ja nicht gleich zu 100% in Aktien gehen, wenn man Angst vor hohen Schwankungen hat. Durch die Beimischung von Anleihen kann man die Schwankungen ganz einfach begrenzen. Aber mit einem breit gestreuten Portfolio sind Renditen zwischen 6 und 10% im Jahr absolut planbar. Somit wäre die Vermögensvernichtung zumindest mal von dieser Seite gestoppt. Die genaue Anlageverteilung muss aber natürlich genau auf deinen eigenen persönlichen Liquiditätsbedarf ausgerichtet sein. Details dazu erkläre ich in meinem kostenlosen Online-Workshop. Wie es aus meiner Sicht mit dem Immobilienmarkt weitergeht, findest du übrigens in diesem Video. Also, sei schlau und nimm deine Finanzen mal genau unter die Lupe. Alles Gute!